Wie geht's euch? Heute mal wieder ein Vlog von. Moment mal. Guck mal jetzt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Training. Julian hat mir nämlich so eine kleine, ich sag mal, Ansage gemacht, dass ich halt einmal die Woche euch auch ein bisschen von meinem Fitness-Einblicken. Ich soll euch zeigen einfach, wie ich trainiere. Das mache ich jetzt auch. Wir machen noch mal kurz einen Zwischenstopp bei Lidl. Ich muss mir da nämlich was holen vor dem Training, sehr wichtig immer. Ich habe hier auf jeden Fall noch mal meinen anderen Pre-Workout. Vor jedem Training wird ein Ehrenmann genossen. Und ja, warte mal, war der Lidl hier links oder rechts? Ich weiß nicht. Startbereit. Die hatten leider kein Marlboro Gold, deswegen ein paar Mal. Erstmal eine rauchen vom Training. Bin schon ein bisschen aufgeregt, deswegen ich mach mir die erstmal an. Guck mal, ich will jetzt. Ich weiß, ich bin nicht immer das beste Vorbild, ja? Solange ihr keine Raucher seid, macht es nicht. Ich bitte euch drum, nicht nachmachen, ja? Also zu Hause bitte nicht nachmachen. Aber falls ihr sowieso schon Raucher seid, vor dem Training ein Ehrenmann plus Kippe. Glaubt mir, das verändert euer Training. Komplett. Verstehst du's? Ja. Ja. Okay, dann lass langsam los. Okay, Leute. Also wie gesagt, Jörn hat mir ja so eine kleine Ansage gemacht. Ich soll halt jetzt Vorbildfunktion sein und so. Und das mache ich auch. Ein Ehrenmann muss nämlich tun, was ein Ehrenmann tun muss, ne? So ist es halt nun mal. Ey, ich muss sagen, das Training läuft wirklich, wirklich gut. Ich denke mal, ich werde gleich ein Armtraining machen, also mal was Neues. Ich bin ehrlich, guck mal, ich würde auch viel lieber jetzt da Billard spielen gehen und ein Bierchen trinken, aber ich habe es Julian versprochen. Immer bevor ich anfange zu trainieren, visualisiere ich immer erstmal anhand dieses Skelettes, welche Muskelpartie ich gleich in den halt so ins Visier nehme. Und hier sieht man halt genau diesen Bizeps. Ich glaube, er muss noch ein bisschen mehr trainieren, aber wir schauen mal kurz. Er hat auf jeden Fall eine sehr ausgeprägte Lendenwirbelsäule. Kommen wir mal gucken. Sieht man sie? Ja. Das könnte eigentlich schon so, wie sie hier gerade aussieht. Die ist wirklich sehr förmig und so. Könnte von meinem Kumpel Tim Gabel sein. Und ich würde sagen, ich habe jetzt mein Training visualisiert. Ich werde es jetzt in Angriff nehmen. Und nice Schwanz, Bro. Ich merke gerade, hier könnte man voll gut eine Olle wegkommen. Wir wärmen erstmal einfach so ein bisschen die Muskeln auf. Dazu gehe ich jetzt hier einfach an diese Bizepsmaschine. Das ist jetzt wirklich alles Aufwärmung, was ihr hier gerade seht. Ey, meinst du nicht Warm-up? Ja, schon, aber. Man weiß nie, wann ein hübsches Mädchen ins Studio kommen wird, wie ich meine. Und ich bin hier direkt vorm Eingang. Und wenn sie reinkommt und sie sieht mich hier Bizeps trainieren mit nur so drei, weißt du, wie ich meine? Ja. Muss ich schon. Ja, stimmt. Halt, ja. Wir machen aber jetzt noch hinterher ein paar Trizeps Curls. Wie geht denn das hin? Komisch. Aber ich komme hier mit dieser Maschine gar nicht klar gerade. Ich sag euch, ihr müsst auch immer improvisieren, damit ihr halt die Geräte zu eurem Vorteil nutzen könnt. Okay, jetzt bin ich hier bei den Freihantelgewichten angekommen. Ich werde jetzt hier diese Curls mit dieser Stange machen, die so zackig ist. Und
Warum ich Curls mache, das ist einfach das, was ich am besten kann. Und ihr solltet immer das tun, wo halt eure Stärke drin ist. Und deshalb mache ich halt Curls. Lass mal ein bisschen Mädchens gucken, oder? Bisschen blöd, bei der Kälte laufen die alle nicht freizügig rum. Ey, Dicker, mir kam gerade so eine Idee, jetzt wo mir die Kälte wieder aufgefallen ist, ne? Wenn es kalt ist, arbeitet man doch scheiße, oder? Weil ich kann dann schlecht halt ich sein und du kannst schlecht filmen. Weißt du, wie ich meine? Weil es halt kalt ist. Wie wäre das, wenn wir einfach mal für ein paar Wochen in Urlaub fliegen? Ich sag Julian, wir können gerade schlecht arbeiten und wir fliegen einfach in Urlaub. Weißt du, wie ich meine? Gute Idee. Oder nicht? Darf jetzt auch nicht zu billig sein, ne, wenn Julian zahlt. Malediven oder so? Die Leute sollen mal in die Kommentare schreiben, wo wir so für 1, 2, 3 Wochen hinfliegen sollen, ne? Damit wir da Videos machen und arbeiten können. Okay, mir ist gerade so aufgefallen, dass hier ein bisschen wenig Gewicht drauf ist. Und ihr solltet immer bei eurem Training, bei eurem Bizeps-Training an die Grenze der Gesetze gehen, damit ihr halt auch wirklich so Erfolge erzielen könnt. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie viel Gewicht wir hier drauf haben, aber wichtig ist immer, einfach nicht nachzudenken, was ihr hier so auf der Stange habt. Viele wissen nicht, wie die Frauen ansprechen sollen, aber im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, dass ihr so einfach zu der Frau hingeht und einfach irgendwas sagt. Es ist eigentlich egal, was sie sagt. Genauso egal ist es, wie viel Gewicht auf einer Stange drauf ist, wenn ihr wisst, was ich meine. I've got a good word, you're near the home stretch. You've come to the curve, it's been a rough patch, but that's the past. It's time to move and have the last laughs. Okay Leute, hier sind wir jetzt durch und die Sache mit den Gewichten abräumen, ne? Ich räume Gewichte eigentlich in der Regel nicht ab, wisst ihr warum? Mir ist halt auch wichtig, dass andere Menschen hier so im Gym so Erfolge erzielen. Und ich denke mal, die sind einfach motivierter, wenn die sehen, hier ist richtig viel Gewicht drauf und dass es auch jemand geschafft hat. Dann denke ich, sind die auch genauso motiviert, das Gewicht auch bewegen zu wollen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deshalb gehen wir jetzt einfach zur nächsten Übung. Auch ich mache das gar nicht, weil sonst anstrengend wäre oder so, wirklich genau die Gründe, die ich gerade genannt habe. Okay Leute, das war das Training für heute. Jetzt gehe ich mir vielleicht noch einen runterholen auf Kabi. Wir gehen gleich noch was essen und das war's erstmal. Wir sehen uns gleich beim Essen. Achso, du wolltest filmen, wie ich rauskomme, oder? Ja, ja. Achso, warte. Es gibt zwei wichtige Dinge, die man immer machen muss nach dem Training. Ich sehe schon wieder Hassnachrichten. Weil gleich viele Leute sagen, ich animiere Menschen zum Rauchen. Aber man muss schlechte Taten immer mit guten Taten kompensieren. Deshalb schnappen wir uns jetzt hier Kreatin-Monohydrat von Rocker Nutrition. Nicht schlecht.
Der Specht. Okay, ich habe jetzt meine Tasche ins Auto gelegt. Ich zeige euch noch nicht, welches Auto ich mir geholt habe. Soll eine Überraschung sein, weil ich habe bald halt meinen Führerschein fertig. Dauert vielleicht noch so 3-4 Wochen maximal, denke ich. Selbst Julian weiß noch nicht, welches Auto ich fahre. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Geschäftsessen. Danach haben wir ein Meeting im Büro bei Julian. Ich hoffe, er ist da, weil ich meinte, ich komme vorbei. Und wie das Meeting ausgeht, werdet ihr alles gleich sehen. Und bis gleich. Ja. Ja, ich hoffe, du hast Hunger, weil ich kenne hier so ein gutes Restaurant. Ja? Ja. Vielleicht hier vorne mit dem goldenen M. Komm, warte, lass einfach mal rüber. Guck mal, nach so einem harten Abendtraining darf man sich auch mal belohnen, weißt du, wie ich meine? Ist es so? Ja. Okay. Und deswegen belohne ich mich auch jeden Tag. Wir haben uns jetzt doch spontan entschieden, das Essen halt mitzunehmen und dann im Büro gleich zu essen. Weil ich will Julian halt ungern verpassen. Ich glaube, die haben da drin gerade so ein eruiertes Meeting. So, was haben wir uns hier alles geholt? So ein paar Big Macs. Nuggets. Noch mehr Nuggets. Oh. Genau, ich war so nett und habe Julian einen Cheeseburger mitgebracht. Ich glaube, da ist Fleisch drin, aber ich sag ihm einfach, es ist mit Sojafleisch. Okay, ich esse jetzt erstmal hier genüsslich und ich hoffe, dass das Meeting da langsam zu Ende geht, weil mich stört es hier, dass die immer einen auf wichtig machen. Ich hab was für dich, komm mal kurz. Ich hab ein Wunderticket für dich. Ich esse doch gar kein Fleisch. Es ist kein Fleisch, es ist mit Soja. Ich habe extra gefragt. Oder Tofu. Ist der betrunken? Nein, oder? Warum sind deine Augen so komisch? Was? Ich bin eigentlich hier, weil ich was anderes mit dir besprechen will. Beeil dich, muss ins Meeting. Okay, komm mal. Ich ziehe ja jetzt alles durch, was du so gesagt hast. Ich war auch schon mittlerweile 4-mal die Woche trainieren. Ich setze mir meinen Alkoholtag entweder Freitag oder Samstag. Und ich will einen Deal mit dir machen. Ich höre auf mit Rauchen und krieg 1000 Euro im Monat mehr von dir. Das ist okay. Ich würde sagen... Leck mich am Arsch. Nee, warum denn? Nicht in 1 Million Jahren. Soll ich Colin fragen? Nein, wenn du dich rauchen, du kannst auch mal das Geld aufschreiben, was du dadurch sparst. Egal, ich frage einfach nächste Woche nochmal. Finde ich gut. Darf ich jetzt pinkeln gehen oder brauchst du mich noch? Ja. Nice Schwanz, Bro. Vielen Dank. Ich kläre das jetzt nochmal. Julian? Verpiss dich, ey. Ich dachte schon, wer wagt es in meinem Büro? Es war so klar, dass du das warst. Verzieh dich. Ey, wären 800 Euro auch okay? Jetzt! Dann muss ich wohl wirklich nächste Woche nochmal fragen. Okay, mit der Gehaltserhöhung hat es leider nicht geklappt. Ich habe halt probiert, Julian so in einem guten Moment zu erwischen, aber ich probiere es nächstes Mal einfach nochmal. Ich bin mir eigentlich jetzt so, ich werde halt trotzdem so die Punkte weiterhin durchziehen, die er halt so von mir so erwartet, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe trotzdem deshalb jetzt bei ihm was gut. Falls ihr euch dieses prachtvolle Exemplar noch nicht zugelegt habt,
solltet ihr es jetzt tun, denn zwei Größen sind schon ausverkauft. Ich glaube, es gibt nur noch die Größen M, L und XL. Ja, dann würde ich mal das Video hiermit beenden. Deswegen.